Nein, 3 Minuten voll. Ist, sind, und die jetzt, dann, sind die jetzt rum, die 3 Minuten? Du hast Timer. Warte mal. Nee, nicht Nein. ganz, ne? Der italienische Mega-Campingplatz ist bei deutschen Urlaubern beliebt. Und die geben sich meist auf den ersten Blick zu erkennen. Du bist aber nicht der Einzige, der in roten Adiletten läuft. Das ist ein Partnerlook. Ja, sicher. Hör mal, scharfe Hose hast du. Ich sehe, du hast Geschmack an den Schuhe. Ja, du auch. Ja, danke gleichfalls. Danke schön. Das ist Adilettensammler. Aber du kommst nicht aus dem Rheinland, oder? Nee, aber ich mag es Rheinland. Ja, tatsächlich? Ja. Ich bin Hamburger, ja, okay. Aber hätte ich noch mal irgendwann eine Wahl, würde ich ins Rheinland gehen. Am liebsten Richtige Wahl. Das ist Richtige eine gute Wahl. Warum? Ja. Wo kommt ihr her? Wir kommen direkt aus Bonn. Aus Bonn. Ja. Bei Köln. Das ist quasi Nachbarschaft. Ja, ja, gut. Das ja. Ist, also Rheinland-Karneval. Wenn ich dich reden höre, da geht mein Herz auf. Ich liebe ja, ich spreche doch noch gar kein Dialekt. Das ja, ist ja, herrlich. Ja, gut. Hört man das so raus? Ja, sofort. Echt? Also das könnt ihr nicht verleugnen, woher ihr kommt. Und seid ihr mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil unterwegs? Das ist Ihre Baustelle. Ja, ich habe einen selbstgemachten Camper. Also den habe ich jetzt so selbst umgebaut und so. Genau, genau. Das ging auch alles ganz ratzifatzi. 5 Wochen ist das erst meiner. Und in den 5 Wochen wurde er auch umgebaut. 5 Wochen hattest du eine Zeit. Das ist ja echt knapp bemessen, ne? Ist wirklich knapp, Würde mich jetzt echt mal interessieren. Können wir uns mal so eine kleine Führung machen? Ja, sicher doch. Ja, klar. Ja, gerne. Ja, na dann. Gehen wir los. Ist auch praktisch. Ich stehe hier direkt um die Ecke. Setti ist stolz auf ihren Eigenumbau. Die 22-Jährige präsentiert den Profi-Campern gerne ihren selbstdesignten und umgebauten Van. Nee, da. Ich glaube, ich. Ja, guck gerne mal rein. Es ist aber jetzt noch nicht so ganz aufgeräumt, weil wir vorhin erst aufgestanden sind. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen wild, weil wir hier zu zweit drin wohnen, ne? Aber das ist ja geil. Und die Decke. Aber du hast alles, was du brauchst. Alles, was ich brauche, ja. Und der Wasserhahn? Ja. Nee. Ja. Ja, ich habe komplett alles selbst gemacht. Hauptsächlich mit meinem Dad zusammen. Und dann haben hier und da mal Freunde geholfen. Ne? Richtig, richtig. Aber ansonsten haben wir das Ding dann in 5 Wochen fertig geschustert. Also, das war ja auch mal so unser Traum, so einen ganz alten Wohnwagen aufzupimpen, so nur auf uns zugeschnitten. Ja. Ne? Also wir haben im Gegensatz zu euch jetzt einen Spießerwagen. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Nicole. Lex. Ja. Lex. Setti. Sascha? Setti. Ja. Das sind aber außergewöhnliche Namen. Setti. Setti. S-E-T-T-I? Y. Also das ist mein Künstlername. Meiner, by the way. Ah, okay. Ah. Also mein Künstlername ist Setti Mois. Ich bin Burlesque-Tänzerin bei Olivia Jones. Und deswegen der außergewöhnliche Name. Da sind wir mal vorbeigegangen. Ja, das nächste Mal nicht nur vorbeigehen, auch reinkommen. Wir sind aber wirklich nur vorbeigegangen. Hatten wir die Kinder dabei? Nee. Die beiden Töchter der Fingerhut sind zum Glück mittlerweile erwachsen. Daher planen die Reeperbahn-Künstler und das Bonner Ehepaar ein baldiges Wiedersehen. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Hey, danke euch, es war super cool. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Cool. Ja, wir freuen uns. Wir sehen uns. Wir hören uns, ja? Ja, wir hören, sehen und schreiben uns. Auf jeden Fall, wir riechen uns wieder. Bis dahin. Sehr gut. Einen schönen Tag. Danke. Habt noch viel Spaß. Sehr gerne. Guck mal, die Stühle, wie geil. Wahnsinn. Absolut der Hammer. Die sind cool, ne? Oder? Wenn die rüberkommen, machen Party nach dem 6. Bier in den Tanzstunden. Ja, genau. Genau. Auf der Marina di Venezia treffen die unterschiedlichsten Welten aufeinander. Im Aquapark, mitten auf dem Campingplatz, machen 4 Ehemänner heute mal ihr eigenes Ding. Horst, die 2 Michas und Sascha verbringen den obligatorischen Campingurlaub seit 6 Jahren gemeinsam mit ihren Frauen. Sie können sich aber auch ohne ihre besseren Hälften bestens amüsieren. Das ist ein schönes Rot. So hatte ich mal ein BMW. Ja. Also das gehört dich mal. Ja. Ist klar, Sascha. Normalerweise campt die Clique in Spanien. Doch die italienische Rettungsschwimmerin hat Saschas Herz im Sturm erobert. Also ich finde schon, dass es hier, dass sie sehr gut aufgestellt sind an der Bademeister, an der Personalwahl. Und ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Also wenn mir hier die Luft weggeht. Während die Männer Altherrenwitze reißen, schwärmt Saschas Liebste Nicole vor ihren Freundinnen auch von einer Frau, der neuen Nachbarin von der Reeperbahn. Wir haben doch gestern die Hamburger kennengelernt.
Habe ich euch erzählt, ne? Mhm. Gestern Abend. Die sind wirklich total schrill, aber die waren einfach so direkt so liebenswert. Und die Berufe, die haben, waren halt auch total interessant. Also sie ist auch so wie eine Künstlerin, sie bewegt sich auch so. Die Rede ist von Burlesque-Tänzerin Setti, die ihren Van zu einem Campingmobil umgebaut hat. Und wie gesagt, also ich kam mir vor wie der letzte Spießercamper, ne? So mit einem Omnia-Backofen. Ja, Teppich im Vorzelt und Blümchen. Also wenn ihr den in ihrer Parzelle gesehen habt, das war so schön, das war eine Augenweide, weil das alles so schön bunt war. Und wir könnten den eigentlich einen Kuchen backen. Backofen haben wir, ich habe eine Backmischung, ich habe Eier, ich habe Butter. Ja, sie hat und bling bling. Dingen, wir haben keine Männer im Haus, genau. Wir können uns nicht austoben. Sie hat bling bling, ja, ist doch bling, wunderbar. Bling ist dabei. Du hast immer bling bling dabei, ne? Ja, natürlich. Ich morgens aufs ohne Brot. Bling bling geht's nicht. Die Profi-Camperinnen schreiten zur Backmischung. Doch zuerst müssen Sonja, Jackie, Nicole und Bianca genau Maß nehmen. Wie machen wir jetzt aus 250 Gramm einmal 100 und einmal 150 ohne eine Waage? Und da hatte die Bianca die Blitzidee, wir können einen Zollstock nehmen. Und das ist richtig geil. So, das sind jetzt 10 cm, das teilst du durch 5. Warum durch 5? Naja, weil du brauchst ja 50 Gramm Schritte. Dann weißt nee, du. Nee. 10 cm sind 250 Gramm. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier nicht im Matheunterricht. Wir backen eine Backmischung. Du brauchst 2 cm für den. Nee. 2 cm sind dann 50 Gramm. Guck mal. Ja, richtig. Ja, genau. Also ja. Brauchst du 4 cm, um 100 Gramm zu haben und der Rest ist 150 Gramm. Ja. Während die Frauen das Volumen der Butter berechnen, arbeiten ihre Ehemänner nur an ihrem eigenen Umfang. So. Ja, sollen wir ein schönes Bier trinken oder eher einen Kaffee? Nee. Kaffee ja, schön muss ein Bier nicht sein, aber kalt. Nee, Leute, lass mal was Kaltes trinken. Ja, das trinke ich keinen Kaffee. Definitiv. Ja, nehmen wir Bier schön. Bier. Bier? Ja. Bier. Der beste Mann am Platz. Jetzt in dem Moment. Zusammen! Wenn wir noch 14 Tage hier sitzen, ist ganz Marina zusammen. Bei Nicole Fingerhut wird das Vorzelt zur Backstube. Die 48-Jährige will ihren neuen Campingfreunden von der Hamburger Reeperbahn einen Glitzerkuchen servieren. So ganz hat Freundin Jackie noch nicht verstanden, welche Berufe die Nachbarn genau ausüben. Wie heißt der? Rex? Rex? Lex Dildo heißt er. Das ist aber sein Künstlername. Aber Dildo, also okay. Ja, das ist sein Künstlername. Weil er in dieser Karaoke-Porno-Bar arbeitet. Okay. Und dann gehst du in diese Bar und dann musst du die synchronisieren, den Film. Was weiß ich, komm mal her, du nein. Geile Schnalle und so. Boah, wie geil. Ja. Anders als am heimischen Backofen muss Nicole für den Kuchen im Wohnmobil auf den Gaskocher zurückgreifen. Okay. Und der hat seine Tücken. Ich gucke erstmal, ob das hier in der Waage steht, ob wir das hier machen können. I know what you mean. Boah, Hammer! Die Beste. Auf. Dann muss jetzt nur noch die Temperatur ausgetüftelt werden. So, und die Zeit läuft ab. Jetzt. Wie lange willst du lassen? 3 Minuten voll, ne? Und dann dreh ich runter. Auf? Wie lange? 180 Grad. Wie lange? Ja, weiß ich nicht. Ist auf 180 Grad? Sonja, hier stehen noch keine Zahlen. Ist das auf der Verpackung 180 Grad? Steht so das da drauf? Steht geschrieben. Dann mach kleine Flamme. Jetzt direkt? Nein, 3 Minuten voll. Ist sind, und die jetzt, dann sind die jetzt rum, die 3 Minuten? Du hast Timer. Warte mal. Nee, nicht nein. Ganz, ne? Noch eine Minute. Minütchen. Ne? Minütchen. Und dann machst du kleine Flamme und dann würde ich nach 30 Minuten gucken. Ja. Oder wir riechen es. Wenn es verbrannt ist. Nicoles Campingbackofen ist heute zum ersten Mal im Einsatz und ein echtes Überraschungspaket.
Ob der Kuchen von unten verbrannt und oben noch roh ist, erfahren die Freundinnen erst nach langen 30 Minuten. Sollen wir gucken? Ich würde echt mal reinholen, echt. So neugierig, ne? Ja, ich würde das auch interessieren. Darf ich deinen Lappen nehmen? Ja, okay, mach mal. Ich hab noch einen davon. Ja. Wie das riecht. Riech mal. Boah, boah, lecker. Mega. Wow. Hausmeisterin Nicole vertraut nicht nur ihrer Nase, sondern greift auch zum Zahnstochertest. Oh, der ist schon braun. Ja, siehst du mal. Der ist doch geil. Ey, komm, scheiß drauf, wir holen den jetzt runter. Ist so. Und ja, dann dekorieren wir den schön, dann sieht der einfach nur schön aus. Richtig. Schmecken muss ja nicht, der muss nur geil aussehen, ne? So wie wir. Bleibt nur die Frage, haben die Camping-Profis es gebacken bekommen? Tankstellenbetreiberin Sonja lüftet das Geheimnis. Oh, Hammer! Die Freundinnen dekorieren mit allem, was die Wohnmobilschränke hergeben. Friseurin Jackie ist begeistert. Da sieht man mal, wie kreativ wir sein können, ne? Nicole hält den Moment noch fürs Urlaubsalbum fest. Geil. Das ist doch schön. Schöner Nachmittag. Auf geht's. Endlich ist alles für den Nachmittagsbesuch der beiden Camperfreunde von der Reeperbahn vorbereitet. Ja. Wenn die Damen nur nicht ihr Kunstwerk allein lassen würden. Auf dem Mega-Campingplatz kehren Sascha und seine Campingfreunde von ihrem Männerausflug zurück. Nur ihre Ehefrauen sind spurlos verschwunden. Hallo. Servus. So viel Ruhe habe ich mir heute auch nicht vorgestellt. Komm mal her. Was passiert? Komm mal her. Den hauen wir uns aber jetzt rein, oder? Keine gute Idee, denn den Kuchen haben die Frauen für einen Kaffeeklatsch am Nachmittag mit den Reeperbahn-Künstlern Lex und Setti gebacken. Micha, bau mal die Tafel auf. Hier aufgebaut. Wie schnell geht das? Guck mal hier, Lippenstift. Oh, der ist für dich. Ich mach mich heute Abend schön für dich. Och nein, schon wieder? Sascha ist heute in Spendierlaune. So, komm her, Horst. Du kriegst das Erste. Ja, wie immer. Ja. Bedankt. Mal gucken. Das sieht schon nach Käsekuchen aus. Ich will nur hoffen, der ist auch für euch gewesen. Michas Zweifel sind berechtigt, halten den 51-Jährigen aber nicht vom Essen ab. So. Boah, wie geil. Der ist noch warm. Boah, geil. Doch, Käsekuchen. Lecker. Aber ist noch was anderes mit drin. Also, scheiß aufs Grillen. Jetzt gibt es nur noch Kuchen. Und nur noch ein paar Rezepte mit Eierlikör. Richtig lecker. Aber geil. Ist echt lecker, ne? Das hätte ich nicht mehr. Okay, aufpassen. Also ich bin jetzt wirklich total überrascht, weil es ist für mich jetzt, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, außer Geburtstage oder sonstige feierliche Anlässe, dass wir hier einen Kuchenkredenz bekommen. Und der schmeckt doch noch saugeil. Also wirklich top. Saschas Euphorie währt nicht lang. Gleich weht hier ein anderer Wind. Hier, ein Hoch. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch, aber alle vier. Ja, wer von euch super ist lecker gekommen, den zu essen? Guck dir mal die Kuchen an. Er. Der Micha hat gesagt, der muss für uns sein. Nee, der war für den Lex. Die haben wir ja hier zum Bier eingeladen. Wir wollten auch mal was Nicht-Spießiges machen. Der war zum Abkühlen da. Ich hab dir direkt gesagt, lass den Kuchen bitte stehen. Ich hab gesagt, er ist noch warm. Ja. Weißt du was, ich krieg da Geierpelle von. Ja, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ja. Michael, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab nichts davon gegessen. Ich wusste nicht. Du hast ja hier noch eine Sonnenlänge. Nein, nein. Das ist mal der Horst und Spuck beim Essen. Du hast schon zwei Stück gegessen. Ja. Ich krieg's dann immer auf. Ja, Sonja. Aber selbst wenn ihr nicht wusstet, dann fragt man. Dann hättet ihr doch auf uns warten können. Wo wart ihr überhaupt? Aber wir sind wiedergegangen. Ihr seid ja nicht wiedergekommen. Entschuldigung. Woher soll ich denn wissen, dass hier die Herzchen hier für Gäste sind? Also, dass wir den schön verzieren, aber direkt mit Herzchen. Ich bin richtig sauer. Was soll ich denn sagen, ey?
Sascha, ich glaube, da ist mehr als ein Picknick am Strand fällig. Ja, ich mach's wieder gut. Alles gut. Ich wusste es nicht. Kraftfahrer Sascha zeigt Reue und glättet die Wogen mit ganz viel Feingefühl. So, bitteschön. Und du warst so sauer, du kriegst noch mal extra. Ja, du natürlich auch. Komm, mit Herzchen. Küss mit Herzchen. Ich genieße das jetzt gerade schon so ein bisschen. Und ich hätte ja schon, als wir den Kuchen aus dem Backofen, also als Sonja den rausgeholt hat, hätte ich schon reinbeißen können, weil es hat ja schon so gerochen. Aber machst du ja nicht, du schneidest ja nicht einen Kuchen an, den du irgendwie präsentieren wirst oder so. Und wir essen den jetzt und dann machen wir vielleicht einen neuen. Zum Glück hat Nicole dem Besuch noch keinen Kuchen versprochen. Ja, jetzt haben wir ja erstmal die Gemüter ein bisschen beruhigt, aber jetzt muss ich mir trotzdem irgendwas einfallen lassen. Nach 24 Jahren Ehe weiß Sascha, dass er bei seiner Liebsten jetzt nur noch mit Romantik punkten kann.